Das sieht schon so aus, als würde es wo hängen. Warum soll ich mir ein Gravity Reel kaufen und nicht Tarantula verwenden? Die Effekte sind halt nicht neu. Hier ist wieder Andi von Enjoy Magic live aus einem Stream auf Twitch. Da sind wir jetzt nämlich immer mal wieder live und reagieren auf die neuesten Trailer mit euch zusammen. Also wir verlinken euch den Channel, schaut auf jeden Fall vorbei, Twitch Enjoy Magic. Und ja, in dem Video heute, ihr habt den Titel schon gesehen, checken wir einmal das Gravity Reel aus. Das ist nämlich rausgekommen und wir haben es auch schon. Es kommt eine Review, die wird allerdings noch ein bisschen dauern, wie das immer bei den Reviews ist. Und deswegen ist das Konzept hier mit diesem Preview, schauen wir uns den Trailer an. Ich werde so ein bisschen zu sagen, was ich zum Trailer meine. Das Produkt habe ich mir noch gar nicht angeschaut, das liegt bei Joe. Aber das ist die Idee, dass ihr schon mal einen Voreindruck bekommt und dann kommt die Review als ausführlicher Test dann meistens so ein, zwei Monate tatsächlich später, weil wir immer nur alle zwei Monate drehen. Jo, und ich will gar nicht weiter rumfackeln, Freunde. Ich habe meine Chat-Unterstützung hier dabei, die ganzen Member sind am Start. Richtig geil, das freut mich und ja, wir starten mal rein in das Gravity Reel von Yao Miranda. Viel Wirbel um das Produkt gab's. The thoroughness of your creations are very special. I think it makes you work very original and very good for the magic world, I think. Ich glaube, es gibt keinen krasseren Shoutout am Anfang eines Trailers, wie einfach mit David Copperfield zu chillen, oder? Ey, Yao Miranda, wie krass soll das Testimonial sein? Ja. Sie wollten Tarantula übertrumpfen. Ah, das ist schon mal geil. Also ich bin ja jetzt mal ein bisschen penibel, ne? Ich bin kein besonders großer Fan von, wenn das so bounced hier, weil das sieht schon so aus, als würde es wo hängen. Das sieht schon baumelnd aus, muss man fairerweise sagen. Finde ich. Ja, das ist schon ein bisschen... Ich frage mich gerade, wo der Hookup hier ist. Gravity Reel allows you to move or levitate objects with a parallel of rhythm and control. With included remote control, the Gravity Reel is 100% programmable. Not only you can record the tension and the movement of the motors, but also the vibrations. So that you can cue yourself in key parts. Also das hier ist, ey, ist geil, dass sie es so offen zeigen. Das hier ist der Controller. Ah ja, genau, wir sehen ihn jetzt gleich hier in der Hand. So that you can cue yourself in key parts of the routine. And yes. Das ist, boah, wobei, da muss ich sagen, ich überlege gerade, für was es gedacht ist. Wir können da mal den Chat zur Hilfe holen. Schreibt mal bitte rein. Es ist mega teuer, deswegen bin ich jetzt auch penibel. Aber ich muss sagen, Tarantula 2. Checkt auf jeden Fall die Review aus. Ist schon eine harte Ansage mit 70 Euro. Und jetzt kommt er mit einem 300-Euro-Produkt, glaube ich, wenn ich richtig klicke. Oder auf jeden Fall dem Segment. Da muss man schon krass overdelivern, dass man sagt, yo, diese Mehrinvestition rechnet sich. Weil Tarantula ist, ich setze es bis heute, wenn es Auftritte gäbe, würde ich es einsetzen ein. Und ich bin nicht enttäuscht davon. Ich performe gern mit Tarantula und es hat mich noch nicht enttäuscht. Es war bisher immer ich schuld, wenn was schief lief. It's in the palm of your hand. Effekte sind halt auch nicht neu, also Haunted Card oder so, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, ah, das kann man nur mit dem Gravity Reel machen, also bis jetzt, ne? With one of the best IT workers in the world, Tom Wright. Ah. Tom will teach you over 15 jaw-dropping effects, so that you can get the most out of your Gravity Reel. 5, 6, 7, 8. Ah. Das macht die Nummer natürlich schon mal viel geiler hier. Tom Wright ist wirklich eine Legende, also was Threadwork angeht. Absolute Empfehlung, seine At-the-Table-Lecture. Wenn ihr euch interessiert für Threadwork, dann schaut euch mal die At-the-Table-Lecture von ihm an. Da erklärt er so viele Effekte, die es auch als Einzelprodukt zu kaufen gibt. Wahnsinn. Und wir haben ihn auch mal persönlich getroffen in England, schon Jahre her, aber geiler Typ. Also echt cooler Kollege. Ja, hier kommt Oblivion, glaube ich, oder? Jetzt kommt gleich der Drop nach unten. Ja, genau, ey. Das mache ich auch gerne. Das ist geil. Gravity Reel uses two precision motors that can be used individually or together, creating a big hoop of invisible threads.
Also, thanks to the U-shaped design in the top part of the reel, the thread is easily accessible every time. And you can Okay. Das erinnert mich jetzt eher an Venom. Ne, Venom hat auch einen, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel über Venom, aber Venom hat auch einen ähnlichen Hookup mit von zwei Seiten ziehenden und mechanisch und ich glaube sogar nur um die 100 Euro. Also, es ist elektronisch. In the top part of the reel, the thread is easily accessible every time. And you can record up to 3 different programs. Gravity's small size allows it to be hidden inside the card case or any small wallet. Ah, Tom Wright hat echt viele seiner Effekte reingebracht. Das ist auch ein Einzelprodukt von ihm. Das ist auch geil. Ey, ich sag's euch. So that it's hidden in plain sight. Each unit comes with 15 meters of gravity thread. Invisible, strong and ready to use. Okay, Gravity Reel is a breakthrough. Also, Moment mal, kann man das jetzt gar nicht steuern ohne irgendwie was dazu? Doch, das ist ein Reel und das ist der Controller. Okay, den könnte man in der Tasche hinten. Ja, gut. Gravity Reel is a breakthrough in design and practicality. Grab yours now. Jo, so, Gravity Reel, meine Damen und Herren. So, schreibt mal in den Chat eure Bewertung rein. 1 bis 10, jetzt bin ich gespannt. Als erstes dazu, Ciao Miranda, ich gehe jetzt mal davon aus und wir werden in der Review da mehr zu sagen. Es ist bestimmt hochwertig produziert. Also so viel, glaube ich, kann man schon mal sagen, weil Ciao Miranda in letzter Zeit echt nie wirklich enttäuscht hat, was Qualität angeht. Bei dem Preis würde ich es aber auch erwarten, muss man dazu sagen. Ich frage mich nur, klar, der Content von Tom Wright, diese 15 Effekte, ist auf jeden Fall auch ein Grund, wo man sagt, nicht zu vernachlässigen. Geil, wenn man so viel Material bekommt, coole Sache. Und ansonsten ist halt die Frage, warum soll ich mir ein Gravity Reel kaufen und nicht Tarantula verwenden, Venom oder, aber man kann ja auch ganz viel mit diesen manuellen Thread Reels machen, ist ein bisschen unkommoder, aber prinzipiell auch machbar. Oder ja, das ist eben genau die Frage, aber die können wir wahrscheinlich erst in der Review klären. Jetzt schauen wir mal von eurer Seite. 9,5, 8 Punkte wegen Preis, 8 von 10, also ihr seid auf jeden Fall hyped auf das Gravity Reel. Da wäre interessant, ob ihr mehr hyped seid auf den Content, der dabei ist, oder auf die Technik. Weil den Content könnte man sich von Tom Wright gibt es viel auch holen, wenn euch die Effekte interessieren. Oder ihr sagt, nee, ich finde dieses Reel mit diesem ganzen, dass es wahrscheinlich praktikabler ist. Die Frage ist immer bei Sachen Thread Reels, wie einfach ist es zu resetten, wenn der Faden mal reißt? Weil ich glaube, für ein paar Effekte hier muss der Faden auch reißen. Und ein entscheidender Vorteil, genau auf den wollte ich noch eingehen, ist natürlich gegenüber Tarantula Spider-Pen, dass es wie bei Venom quasi zwei sind und von beiden Seiten gleichmäßig zieht. Das macht die Sache natürlich noch ein bisschen besser. Also da ist die Frage, wie gut, also gerade bei diesem letzten da, Karte aus Glas, kann das ein entscheidender Vorteil sein. Das sind so die Punkte, die ich jetzt sehe. Jetzt schauen wir noch von euch. Mehr als 40 Effekte sind sogar mitgeliefert. Danke, Nevio. Ey, okay, krass. Mir gefällt der Fußschalter dazu mega. Ach, das ist ein Fußschalter. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass ob so ein Ärmel. Es gibt ja diese Schalter hier, ne, wo man so da hat. Aber Fußschalter. Habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Werde ich mal ausprobieren. Bin ich auch mal gespannt, wie praktikabel das ist. Ist natürlich geil. Hands-free. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber Tarantula. Ne? Es ist hands-free und so. Ja, was sonst noch zum Gravity Reel zu sagen gibt. Wenn von eurer Seite, man kann auch einen Fußschalter haben. Die Frage ist, ob der dabei ist. Aber diese ganzen Details, wie gesagt, dafür die Review, das soll nur so ein erster Eindruck sein. Ich würde es mit diesem YouTube-Video jetzt auch, wir machen im Stream jetzt weiter, belassen. Die Preview-Streams gibt es ab sofort auf jeden Fall einmal im Monat, beziehungsweise die Streams, in denen wir die Preview-Videos aufnehmen. Und checkt uns auf jeden Fall auf Twitch aus. Wir werden uns auch schauen, wann wir das regelmäßig machen. Also, und das irgendwo bekannt geben. Ansonsten kommen hier auf Donnerstag immer ein Preview-Video und am Sonntag nach wie vor 14 Uhr die Review. Jo, das ist der erste Eindruck von Gravity Reel. Ich freue mich über Feedback oder über eure Fragen im Review-Sneak Peek, die wir dann einarbeiten können in die Review. Alle Infos wie immer zum Magic Member Programm oder wenn ihr euch was holen wollt, Affiliate-Links von Magic Shop unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, bleibt magisch. Wir sehen uns nächste Woche.